Es ist ein sehr ereignisreicher Tag hier am Wiener Straflandesgericht. Um Punkt 9.30 Uhr ist es auch losgegangen. Der Anwalt von Sebastian Kurz, nämlich Otto Dietrich, der wollte hier einmahnen, dass der Richter befangen sei, hat hier auch ausgeführt aus seiner Sicht, warum er da sei, dass es ein Naheverhältnis geben würde zu Peter Pilz. Der Richter selbst hat das Ganze dann dementiert, hat gesagt, er habe mit Pilz zu tun gehabt, damals bei den Ermittlungen zu den Gegengeschäften zur Causa Eurofight. Er habe von Pilz aber weder schriftlich noch über das Telefon noch sonst irgendwie in den vergangenen Jahren Kontakt gehabt, auch nicht zu anderen Personen. Das Ganze war dann vom Tisch und dann ist es auch schon losgegangen. Es hat einmal damit gestartet, dass hier die Daten der drei auf der Anklagebank Befindlichen aufgenommen wurden. Zunächst einmal Bettina Glatz-Kremsner, ihre Rolle zurzeit bei der KASAG, also bei den österreichischen Casinos, und die mutmaßliche falsche Zeugenaussage in 5 Punkten hat dazu geführt, dass sie heute als Erste sozusagen auch einvernommen werden soll. Dazu ist es noch nicht gekommen, weil wirklich hier sehr viel und sehr lang und sehr breit gesprochen wurde. Der zweite war dann der Altbundeskanzler selbst, nämlich Sebastian Kurz. Ihm wird ja hier seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch die falsche Zeugenaussage nach § 288 Strafgesetzbuch zu Last gelegt und auch dessen ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli, der befindet sich hier wegen dieses mutmaßlich begangenen Delikts auf der Anklagebank. Zunächst war es so, dass die beiden Staatsanwälte Koch und Oberstaatsanwalt Adamovic hier ihre Plädoyers gehalten haben. Sie haben das, was man von den 108 Seiten aus dem Strafantrag kennt, hier nochmals dargelegt, warum Sebastian Kurz hier auch in die Bestellung bei der ÖBAG eingebunden gewesen sein soll, beziehungsweise er an und für sich hier die Bestellungen überhaupt vorgenommen hat. Man versucht hier seitens der WKStA mit vielen Chatnachrichten zu arbeiten, vor allem mit dem Kronzeugen Thomas Schmidt, mit Kalendereinträgen, mit E-Mails und mit weiteren Dingen möchte ich hier wahrscheinlich auch die ein oder andere Überraschung noch platzieren. Jetzt aktuell sind aber die Anwälte, die drei Verteidiger der Angeklagten am Wort. Zunächst einmal war es Anwalt Kollmann, der hat gemeint, die ganzen Vorwürfe würden schon lange zurückliegen. Damals zwischen Einvernahme und Aufkommen der Vorwürfe seien 18 Monate vergangen. Man könne sich in dieser Zeit eben nicht an alles erinnern. Seine Mandantin Glatz-Kremsner hätte das immer gemacht. Sebastian Kurz, Anwalt Otto Dietrich, war jetzt am Wort. Er hat vor allem sehr rechtlich gesprochen, hat gemeint, die Aussagen vor allem vor dem U-Ausschuss und vom Bedeutungsgehalt, die die WKStA hier in die Interpretation hineingelegt hat, das würde wirklich klaffen und würde auseinandergehen. Er hat hier aus seiner Sicht einige Beispiele auch genannt, wo man Sebastian Kurz im U-Ausschuss Unrecht getan hätte. Dietrich hat in seiner PowerPoint-Präsentation ausgeführt, dass hier vor allem die anderen Parteien sehr unfair mit ihm umgegangen seien, dass man sich hier gelangweilt gezeigt hätte. Das hat übrigens auch der Angeklagte Bonelli bei der ein oder anderen sehr rechtlichen Aussage des Anwalts hier getan. Der hat immer wieder auf sein Handy geschaut. Und Anwalt Dietrich hat eben beklagt, dass hier diese Wörter, die gefallen sein sollen oder die jetzt dazu führen, dass es zu dieser Anklage gekommen sind, dass man hier sozusagen dem Ganzen auch Unrecht, dass das Ganze so nicht zugetroffen und eingetroffen wäre. Man möchte auch das Tondokument nachlegen. Es geht hier um ein Nein, was ein Na war, oder auch um informiert und Ähnliches. Also es gibt hier eine Reihe von Vorwürfen, die aus Sicht von Dietrich so nicht vorliegen. Man darf auf alle Fälle gespannt sein, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Momentan ist Werner Suppan am Wort, der ist Anwalt von Bonelli. Auch er hat eine PowerPoint-Folie gestartet und über 90 Medienvertreter freuen sich, wenn der heutige Tag dann irgendwann einmal auch zu Ende geht, denn es ist schon sehr, sehr rechtlich, das Ganze hier, und es werden noch viele, viele Prozesstage folgen. Also ich gehe davon aus, dass die Blätter mal von den Bäumen fallen und dann die Knospen wieder im Frühjahr aufkeimen werden, bis es dann ein Urteil, Schuldspruch oder Freispruch geben wird.